Nimm dir noch einen anderen. Oh nein, schon wieder vermasselt. Boah, ist das eine doofe Fotze, ehrlich jetzt mal. Was soll's, wir haben genug von den Dingern auf Lager. Hey! Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. So. Ein neuer Aufzug. Okay, lass mich mal gucken. Wo wollen wir hin? Da ist der Ausgang. Ach, da ist der Ausgang. Okay. Wir haben zwei schräge Plattformen, die werden wir noch beide benutzen müssen. Also möchte ich jetzt erstmal meinen Würfel hier oben haben. Und den kriege ich wie? Oh. Ja, weil... Ist ja nicht so schwer gewesen, ne? So. Würfel habe ich. Und dann werde ich wohl mit dem Würfel rüberhüpfen. Sogar ein Würfel mit Herz, schön, ist doch nicht allerliebst. Blau. Orange. Und vielleicht soll ich das nicht so machen, sondern lieber so. Ich will nicht in den Laser fallen. Obwohl das auch egal ist. Jawohl. Mann. jetzt denselben Spaß nochmal dahin. Hui! Jawolle. Ja, da guckst du, ne? Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Aber hier nicht. Der hier ist kaputt. Aha. Nimm bloß nichts mit. Aber da ist ja auch gar nichts, was ich mitnehmen kann. Doofe Kuh, du. Hallo, lieber Aufzug. Da bin ich wieder. Aber ihr merkt, langsam werden die Sachen etwas komplizierter. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Hm, weiß ich noch. Das dürfte diese wunderschöne Wand sein. Da können wir nichts... Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Bist du auf eigene Gefahr, ich bin gleich zurück. Ja, okay. Achso. Fragen habe ich nicht, ne. Das ist schon alles ganz okay. Aua, au! Ach ja, herrlich. Boah, geil. Geil, Junge, richtig geil. Da ist der Aufzug wieder. Nummer 4 bist du. Du bist Nummer 4. Warst du gerade auch schon Nummer 4? Mich nicht drauf geachtet. Nummer 4 lebt. Ne, da war Nummer 5, ne? Wenn die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Wer das kennt, Nummer 5 lebt, schreiben. Würde mich mal interessieren, wie viele das noch kennen. Nummer 5 lebt. Den würde ich mir gerne mal wieder angucken. Wieso sagt die denn nichts? Weißt du was, Junge? Hau doch mal gegen die Wand. Du könntest auch einfach mal gegen die Wand hauen. Hm. Oder gegen die Wand. Hm.
oder gegen diese Wand. Da machst du wirklich ganz toll. Mach so weiter. Alter, ist klar. Also ich muss auf jeden Fall da oben hoch. Hey, ich bin's, mir geht's gut. Hey. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Mhm. Du warst das, oder? Nein. Nein! Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht? Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre meine. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Was soll das denn heißen? Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus. So gesund. Versuch's jetzt. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann. Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Mein Gott, ey. Dann senke ich eben die Decke. Was? Ja, das hättest du auch mal direkt machen können, ey. Boah, krass, ey. Das ist jedes Mal wieder Kotzreiz, wenn ich manchmal hier so manche Sachen sehe. Also. Daher kommen Würfel, da ist Knöpfchen, da ist Ausgang. Warte mal, was war jetzt da oben? Orange, also hier blau hin. So, Würfel haben wir. Also haben wir nicht, aber ist schon mal da. Den holen wir uns jetzt mal ganz fix. Hopp. So, den haben wir auch. Hopp. Den müssen wir jetzt... Aha. Damit machen wir die Tür auf. Ja, verstehe ich. Okay, kein Problem. Hopp. Ach, was mache ich denn, Alter? Nein. Da muss jetzt... So. Ungefähr. So, wenn man jetzt da ein Portal macht... Und hier ein Portal macht... Geht die Tür auf. Nur wir sind noch hier oben. Oh, Mann. Oh, dann fahren wir hier rüber. Hopp, hopp. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Ja. Wie ein Adler. Ja. Ein fetter Adler. Ein fetter Adler? Ich spiel voll der fette Adler, Junge. So. Obwohl er auch Style hat. Tür ist offen. Oder? Jawoll. Jawolle. Ah, hallo, Aufzug. Das ist wieder die Nummer 4. Ja, super schön. Langsam, der Aufzug, der ist nicht so gesprächig. Boah, ich könnte mich gerade richtig selber fisten, Junge. Was ist denn los? Wo gehe ich denn die ganze Zeit? Viel Spaß beim nächsten Test. Muss mehr ich Cola gehe trinken. Jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Ein Reh? Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Ja, klar. Glaube ich dir aber gar nicht. Ach du Scheiße, ja, an das Level kann ich mich, glaube ich, sogar noch erinnern, aber das ist wieder...
Ist hier diese Hin- und Her-Scheiße, ne? Wieder hinten haben wir auch wieder richtig Spaß. So, also wir müssen auf jeden Fall irgendwie da oben hoch. Und da ist ein Würfel. Das kann ja nicht so schwer sein, den Würfel zu kriegen, oder? Tach, gib her das Ding. Das ist meiner. Hui. So, Würfel haben wir. Und so wie ich das sehe, müssen wir damit ja nach oben. So, das haben wir auch. Dann müssen wir das hier unterbrechen. Mhm. Bam! Wow! Oh! Oh. Okay. Also da ist schon mal der Ausgang. Aha, ein Umlenkungsdingswürfel. Den brauchen wir dann aber beim Laser, oder nicht? Nicht hier oben. Ne, so wird da nichts. Ui, ui, wah! Uff. Okay. Irritiert. Ach so, ja. Oranges Portal. Also merken, blaues benutzen. Wow, ach mein Gott. Nein. Ach so, den Würfel brauche ich da hinten, ne? Lol. Und jetzt einfach die ganze Scheiße nochmal machen. Wahoo, Geronimo! Wow. 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 Ah. Tada! Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Das fasse ich einfach mal als Kompliment auf. Entschuldigung, wenn ich jetzt viel trinken muss in zwischendurch immer. Aber, keine Ahnung. So, während einem Game ist schon mal so anderthalb Liter, ist schon mal weg, ne? Passiert. So. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Geil! Es würde auch dein Haar oder aus dem Arsch. Setzen. Also lass es lieber. Ja, selbe Prinzip wie bei Lasern und so, ne? Du schießt halt Portal hier hin, Lichtbrücke geht durch, kommt aus dem anderen Portal wieder raus. Ganz logisch. Ey, da hinten stehe ich, guck mal. So. Ausgang ist ziemlich offensichtlich da. Und da ist der Knopf dazu. Da gibt's Würfel. Der da rauskommt. Ah, okay, die fallen da unendlich raus. Weil der unten immer kaputt geht, hä? Ja. Okay, wie kommen wir jetzt da hin? Warte mal, welches Portal? Orange, also blau. Bin ich richtig?